Ja, du kennst das vielleicht, dass dein Handy oder Tablet über die Jahre oder vielleicht auch Monate immer langsamer wird. Und du hast vielleicht auch schon alles Mögliche probiert, so wie ich, nämlich alle unnötigen Apps gelöscht, eine Bereinigungs-App runtergeladen, damit sämtlichen Datenmüll von deinem Gerät gelöscht, ordentlich aufgeräumt. Aber trotzdem ist das Ding einfach nur langsam. Ich habe jetzt eine gute Nachricht für dich, denn du kannst dem relativ schnell Abhilfe schaffen. Und wie das geht, das zeige ich dir jetzt. Zuallererst gehen wir mal in die Einstellungen. Und wenn die sich öffnen, dann scrollst du dort ganz, ganz nach unten. Dort steht über das Tablet oder über das Handy oder da steht vielleicht auch Tablet-Info oder Handy-Info, so in der Art. Da klicken wir drauf. Und dann öffnet sich diese Seite und dort findest du die sogenannte Bildnummer. Und das ist sowas jetzt wie eine Art geheimer Code. Also so geheim ist es auch nicht mehr. Die meisten kennen ihn wahrscheinlich schon. Ich kenne ihn halt erst seit kurzem. Und zwar musst du dort jetzt 7-mal draufklicken. Ohne Scheiß, das funktioniert wirklich. Du klickst 7-mal auf diese Bildnummer und dann schaltet sich ein besonderer Modus für dich frei. Also es erscheint dann auch die Mitteilung, du bist jetzt Entwickler. Und wenn wir jetzt zurückgehen auf die Einstellungen, dann siehst du, dass es einen neuen Tab Entwickleroptionen gibt. Der war vorher noch nicht da. Der ist ganz neu und der eröffnet dir auch ganz neue Möglichkeiten. Da klicken wir jetzt gleich mal drauf und scrollen nach unten wieder bis zu Maßstab Fenster Animation. Und dort klickst du drauf und stellst die einfach aus oder auf Null. Das schalten wir ab. Genauso die Übergangsanimation und auch die Animatorzeit. Das sind alles Sachen, die dein Gerät verlangsamen. Das schalten wir alles ab. Wenn du das gemacht hast, scrollst du noch ein kleines bisschen nach unten zu GPU-Rendering erzwingen und setzt auch dort das Häkchen. Das macht das Gerät dann noch mal ein bisschen schneller. Und ganz zum Schluss scrollen wir noch mal ganz nach unten oder ziemlich weit nach unten zu den Hintergrundprozessen. Denn die sind ja das, was dein Gerät meistens auch so langsam machen, weil zu viele Prozesse im Hintergrund laufen. Und hier hast du die Möglichkeit, ein Limit zu setzen für die Hintergrundprozesse. Da klickst du mal drauf und kannst zum Beispiel anklicken, dass höchstens zwei Prozesse im Hintergrund laufen sollen. Ja, und das war's auch schon. Wir sind fertig. Jetzt kannst du mal ausprobieren, ob es bei dir funktioniert hat und die lahme Schnecke vielleicht auch zum Geparden geworden ist. Bei mir hat's geklappt. Ich habe alle meine Android-Geräte damit beschleunigt und ich hoffe, bei dir funktioniert es auch. Du kannst es mir ja gerne mal in die Kommentare reinschreiben, ob es bei dir geklappt hat. Wenn dir das Video gefallen hat und du gerne mehr Tutorials von mir zu verschiedenen Themen sehen möchtest, kannst du mich ja gerne abonnieren. Das ist kostenlos und du kannst es auch jederzeit rückgängig machen, wenn dir meine Tutorials irgendwann mal auf die Nerven gehen sollten. Ich würde mich freuen, wenn du beim nächsten Mal wieder reinschaust und wünsche dir jetzt viel Spaß mit deinem schnellen Tablet oder Handy. Tschüss, bis zum nächsten Mal.